Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anthem. Und zwar, ja, wir fliegen hier ein klein wenig chaotisch durch den Tunnel, denn diese Flugsteuerung ist, boah, scheiße. Die Flugsteuerung ist teilweise echt für den Arsch, weil man verzieht voll und knallt gegen eine Wand. Ja, wir sollen immer noch den Ursprungsort von Eiern finden. Für mich sah das eben schon ziemlich nach Hoden aus, die da rumhing. Wirf eine Fackel runter, das sollte helfen. Ja. Freelancer-Update für jede Lage was. Schön. Gut. Also, ja. Da Tiefe. Ein wenig Munition. Und da oben müssen wir irgendwo durch. Da irgendwie durch. Und dann, ja, da rum und... Hä? Da längs. Ja, super. Und was? Transport zum Missionsgebiet? Aber ich bin doch gleich da. Doch, ehrlich jetzt, Spiel. Dass es mich immer für 5 Meter weiter irgendwo hin teleportiert. Das hat es beim letzten Mal schon gemacht. Ein gut. Viel ihr macht es nicht besser. Und das Tolle ist, während dieser Teleportation verpasst man auch noch das Gelabere von der Ollen. Ja, schon wieder Transport. Nee, nee, sorry, da hinten ist es. Pass auf, ja, siehste? 5 Meter davon entfernt und das Ding sagt, oh, wir teleportieren dich gleich zum Missionsort. Heidi-Tai, du bist 5 Meter zu weit links. Ja, super. Du kannst mich mal, du blödes Teleportationssystem. Gut, alle da? Dann können wir ja jetzt gleich losballern, denn da kommt der Endboss, die Schwarmtyrannen. Oho. Ja. Verdammt. Das nächste Mal erwarte ich, dass riesiges Ungeziefer in der Missionsbesprechung erwähnt wird. Jupp. Hilft dir auch nicht weiter, wenn du nicht erscheinst. Gut. Das heißt, wir werden hier ein wenig schnetzeln und ja, gut. Der Kampf geht ein bisschen länger. Sein Ultra darauf abzufeuern sieht dann ungefähr so aus. Das hat so gut wie gar nichts verursacht bei der Eulen da. Denn die Schwarmtyrannin ist ein bisschen fetter. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Nee, hochfliegen können wir nicht. Stattdessen ist es so, hin und wieder kommen diese kleinen Viecher. Übrigens gibt es auch da natürlich einen kleinen Trick, wie man sich nicht so häufig mit den Dingern hier entsprechend beschäftigen muss. Aber das zeige ich euch in irgendeiner Special-Folge, die ich vielleicht Ende der Woche oder so raushau. Oh, Herausforderung abgeschlossen. Die Prüfung von Karif, was auch immer. Und ja, wir sollten der vielleicht mal in ihre fetten Eier schießen, die da so pulsierend an den Seiten sind. Bäh, übrigens, falls die auf euch draufspringt oder auf euch draufhaut, dann passiert euch das, was unserer geliebten Mel dort passiert ist. Ihr seid nämlich instant tot. Die hat nämlich einen Damage-Output. Der haut euch glatt von den Socken, würde ich sagen. Gut, das Einzige, was man hier machen kann, ist, wenn sie in die Nähe kommt, ein bisschen fliehen. Ansonsten immer schön warten, bis der Ultra aufgeladen ist und sein Special auf die abfeuern. Weil, ich sag mal so, fernangriffsmäßig ist die jetzt nicht so schlimm. Aber im Nahkampf, da gewinnt sie eindeutig und das war zu hoch geworfen. Aber ich sag mal so, wenn man ihr schön in die Eier schießt, das gibt ordentlich Damage. Hallo, was war denn das? Ah, dieses blöde Viech da. Stirb. Ja gut, macht der Kollege. Und ja, wenn man zu nah bei der Dame da ist, was, der macht da Nahkampf mit der? Ja, ist klar, der macht da aber ordentlich so ein bisschen Damage mit dem Nahkampf. Huch, oh, und zack, habt ihr gesehen? Sie hat mich angesprungen und ich bin instant gestorben. Ich war quasi voll. Also ich glaube, ich war voll. Ich habe jetzt nicht ganz genau auf mein Schild und meine Energie geguckt, aber einmal draufgehüpft auf einen und ja. Das ist wahrscheinlich so eine schwarze Witwe, die Männer quasi nach dem Sex einfach auffrisst. Und ja, die armen Typen, die mit der was anfangen. Wobei, ich sag mal so, wie verzweifelt muss man sein als Mann, um mit so einer fetten Eulen was anzufangen? Und das hier ist übrigens eine der weiteren Phasen. Wenn man sie bis auf, also wenn man einen von ihren lustigen Balken da runter hat, dann verkriecht die sich und kommt dann irgendwann wieder raus. Das heißt, zwischendurch, lass mich mal da mal durch. Zwischendurch kommen dann diese kleinen Viecher, da kann man sich Munition holen und so und ja, jetzt hat sie mich angespritzt und zack, ich bin noch entkommen, aber sie hätte mich fast gehabt. Gut, keine Munition, das heißt, wir sollten vielleicht irgendwo mal Munition aufsammeln. Es sei denn, wir wechseln einfach mal, los, kommt, ja, genau, wechsel mal die Waffe. Das Ding macht übrigens auch netten Schaden bei der Ollen, wenn man ihr da in die Klöten schießt. Wow, 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 wow. Hat da jemand ein Ultra auf mich abgefeuert? Ich bin aber der falsche Ansprechpartner. So,
Gut, gucken wir mal. Hier, da, der macht auch noch so 600 Schaden. Aber, oh, wir haben eins ihrer fetten Eier zerballert. Ich glaube, die verkriecht sich bald, um das Ei zu regenerieren. Weil jetzt liegt sie da und pennt. Aber an und für sich, ja, gut. Der ist, hat der getroffen? Ja, mehr oder weniger. Gut, auf jeden Fall haben wir gleich wieder einen Balken runter. Das heißt, sie wird sich gleich wieder verpissen. Oh ja, da, guckt euch das mal an. Wenn man da richtig trifft, dann macht man da echt fast 300 Schaden mit der Knarre. Ja, hier nur 100. Ich komme einfach nicht ran an ihr Ei. Und da ist schon wieder eins von ihren Eiern geborsten. Da seht ihr das, wie man da richtig Damage macht. Oh, jetzt hüpft sie wieder. Ja, ich glaube, da seht ihr es. 474 Damage mache ich da mit einem Schuss. Und das Gewehr, das ist ja eins, was richtig schön draufballert. Wo du richtig schön dein Magazin quasi rauspumpst. Und ich sollte hier auch mal ein bisschen Munition einsammeln. Ja. Sie hat sich wieder versteckt. Übrigens kann man tatsächlich noch auf die Olle draufschießen, bis sie oben sich irgendwo in einem Loch verkrochen hat. Solange kann man der quasi noch Schaden zufügen. Und dann kommen halt hier ganz normal die kleinen Viecher raus, so ihre kleinen Kinder. Beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch ihre zukünftigen Ehemänner. Aber ich brauche hier hauptsächlich Munition. Ja, Munition. Da ist noch Munition. Kann ich die auch noch mitnehmen? Da kann ich reinlaufen? Nice. Gut, dann hätten wir Munition. Übrigens, wow. Da habt ihr gesehen, da ist sie gerade rausgekommen hinter mir. Die hätte mich um ein Haar erwischt. Und zack, Ultimate drauf. Und so gut wie kein Damage, weil ich höchstwahrscheinlich ihre fetten Eier da nicht getroffen habe. Das war netter. So, hier nochmal ein bisschen Geballer. Jetzt haben wir sie auch gleich zur Hälfte down. Alter, was sind denn das für nervige Viecher? Jetzt verpisst euch doch mal. So, zur Hälfte... Wow, zur Hälfte haben wir sie down. Das dauert nicht mehr lang. Und ansonsten, naja, da. Seht ihr, da verkriecht sie sich und man kann draufballern, bis sie oben ist. Also, da könnte ich jetzt noch draufballern, aber ich habe es jetzt gelassen, weil keine Munition mehr. Und sobald sie oben im Loch verschwunden ist, kommen halt die kleinen Viecher aus einem der Tore. Also sprich aus dem Tor da vorne oder aus einem Tor jetzt irgendwie links oder rechts von mir oder so. Ja, da hinten, da kommen sie raus. Seht ihr? Da kommen die Viecher raus. Jetzt sind die lustigen explosiven Dinger da. Und irgendwie weiß ich noch nicht, warum ich jetzt hier in den Schwebemodus geschaltet habe. Auf jeden Fall erstmal schön ein paar von den Viechern auf den Rücken legen. Das kommt mir hier vor wie ein Puff. Die legen sich echt sofort auf den Rücken, wenn man mal ein bisschen auf die draufballert. Gut, wie dem auch sei. Ich sollte, falls hier irgendwo noch Munition übrig ist, auch ein bisschen Munition looten. Ja, da sollte man immer aufpassen, wenn die da aus dem Tunnel rauskommt, dass man dann nicht irgendwie mit drauf geht. Oh, kommt hier, sterbt noch mal ein bisschen. Ja, da ist der Kollege schön einge... da hat sie auf mich draufgetreten. Habt ihr das gesehen? So, machen wir einmal kurz einen Schnitt, bis ich wiederbelebt werde. Irgendwie scheinen alle, außer dem einen Kollegen, da zu liegen. Das heißt, wir beleben hier auch noch mal unseren Kollegen Lutz wieder, damit der mit seinem Tank da auch noch ein bisschen draufballern kann. Und mein Ultimate ist auch schon wieder fast aufgeladen. Da hat es eben schon wieder so ein Schritt. Ich weiß gar nicht, wenn man Gegner tötet, ob der Ultimate dann schneller auflädt. Auf jeden Fall, irgendwo müsste die Schwarmtyrannin stecken. Oder hat sie sich schon wieder verkrochen? Ich sehe sie gerade nicht. Wo ist... Ach, da hinten. Da ist sie. So. Ja, da kann man auch ganz gut draufballern. Boah, das war ein netter Treffer. Das ist ein netter Treffer. Und natürlich wieder mal mich schön festgespritzt hier, sodass ich mit dem komischen schleimigen Zeug mit diesen Spinnennetzen da festhängt. Aber ja, einfach da habt ihr es gesehen. Jetzt mache ich mittlerweile schon... Wow! Jetzt mache ich mittlerweile schon fast 600 Damage mit der Knarre. Aber ich musste mal eben kurz ausweichen, weil... Naja, sagen wir es mal so, wenn die zu ihrem Sprung ansetzt, dann sollte man sich... Oh, da oben kriegt sie noch. Da! Pass auf, seht ihr? Man kriegt die noch, bis sie da oben drin ist. Bis sie da oben drin ist, kann man noch draufballern. Und das ist an und für sich, wenn man gerade sein Ultimate quasi ansetzt und die Olle versucht, sich zu verpissen, dann kann man zumindest noch ein bisschen draufballern. Und ja, exakt jetzt, wo sie weg ist, ist mein Ultimate bereit. Ich hoffe, ich nenne das Ding richtig, weil... Oh, Herausforderung abgeschlossen. Die legendäre Prüfung von Garnis, was auch immer das ist. Ja, gut. Haben wir auch mal gemacht. Muss man halt auch mal gemacht haben. Und ja, sie ist jetzt schon über die Hälfte down. Rüstung ist unbeschädigt. Ja, super. Ich habe versucht, Energie aufzusammeln. Ich bin natürlich verätzt worden von irgendwas. Ach, von... Da muss man aufpassen. Diese Eier, die da überall am Rand liegen. Diese grünen. Wow, da kommt sie wieder.
schön draufballern und ja, und den Ultimate abfeuern. Kabam! Erstmal schön ein bisschen Watt von ihrem Balken da reduziert. Die Eier, da muss man aufpassen, da ist nämlich Säure drin. Und Säure macht tatsächlich einen Dings hier, einen Schaden über Zeit. Das heißt, da kriegt man dann schon so ein bisschen Damage. Wow, da, was hat's denn da gespuckt? Naja, gut, geht ihm auch sei. Ja, da seht ihr es, da 583 Damage. Also wir haben sie bald runter. Das heißt, sie ist da schon nahezu, ja, jetzt müsste sie sich gleich wieder verpieseln. Ich, apropos verpieseln, ich hau jetzt auch hier mal kurz ab, weil ansonsten gibt's hier echt ein paar aufs Maul von der Ollen, weil guckt euch das an, wie die da am Rumschießen ist. Boah, 625 Damage macht ein Schuss von mir mittlerweile bei ihr auf diesem komischen kaputten Ei da. Aber das kommen auch wieder irgendwelche Viecher. Ja, hau mal ab, du blödes Viech. Vor allen Dingen Elite-Gegner kommen jetzt mittlerweile. Das heißt, je länger der Kampf dauert, desto fiesere Gegner kommen hier natürlich. Und die Schwarmtyrannin ist schon nahezu down. Das heißt, ich glaube, in dieser Runde werden wir die vielleicht noch umhauen. Denn im Anschluss kommt halt einfach noch ein bisschen Talk. Also, das klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber ihr wisst ja, zwischen den Missionen labert man ein bisschen mit den Leuten und wow, ich glaube, ich sollte noch mal ein paar Leute wiederbeleben. Zumindest den Lutz kann ich wiederbeleben, bevor da irgendwie die Tyrannin, wow, die kommt mir aber bedeutend nah. Aber gut, der Kollege hat die Mail schon wieder belegt und yo, da feuert nochmal jemand sein Ultimate ab. Das knallt aber ordentlich, aber ich sollte hier jetzt, wow, Alter, ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen abhauen, ein bisschen Abstand gewinnen. So, gut. Hoffen wir mal, dass ich mein Ultimate auf die noch abfeuern kann, wenn der aufgeladen ist gleich. Alter, was geht denn hier ab, ey? Voll verätzt bin ich. Das ist voll ätzend. Hahaha, voll ätzend, ja. Blödes Gelaber hier von mir. Der soll mal die Klappe halten. Der hat doch keine Ahnung. Gut, wie dem auch sei, ich sag häufig, wie dem auch sei, die Schwarmtyrannin läuft hier immer noch rum, oder? Das heißt, die hat jetzt noch nicht sich... Alter, diese kleinen Viecher nerven aber unheimlich. Vor allen Dingen überall, wo man landet, sind die Viecher. Das heißt, man hat nirgendwo irgendwie mal Zeit. Wobei, es gibt eine Möglichkeit, hier tatsächlich ganz easy durchzulatschen, sozusagen. Allerdings braucht man dazu natürlich auch immer irgendwelche Kollegen, die unten rumlaufen und auf die kleinen Viecher schießen. Und natürlich hin und wieder muss man runter, um Munition zu sammeln. Aber es gibt eine Möglichkeit, sich irgendwo oben zu verstecken. Und das werde ich auch gleich, das werde ich in einer anderen Folge, die ich jetzt noch irgendwie zeigen werde... Ja, die werde ich jetzt nicht heute zeigen, aber die wird halt irgendwann die Tage noch kommen, bevor dann sozusagen das Spiel, das kommt ja auch schon bald raus, oder? Also zumindest für die Vorbesteller ist das Spiel ja schon irgendwie Mitte Februar erhältlich. Da kann man das dann zocken. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das hole, weil an und für sich, ja, ist ein bisschen teuer so als Vollpreistitel. Dafür, dass man da eventuell nur so ein paar Stunden spielt und die Kollegen dann irgendwann keinen Bock mehr haben, weil es zu repetitiv wird. Aber wie gesagt, mein Ultimate ist fertig und... Oh, scheiße, habe ich den noch... Tot. Ja. Wie viele Biere ich wohl trinken muss, bis ich das Ding vergessen kann? Drei. Eins für jedes Bein der Tyrannen. Oh, keine Skorpion-Anspielungen mehr, danke. Ja, ich würde sagen, hier, Mission abgeschlossen. Mission endet in 1 und 0 Sekunden. Nochmal kurz Munition einsammeln. Munition ist voll. Ja, wie gesagt, wir schneiden einmal. Der Loot war jetzt nicht so toll. Wer da ist. Du weißt wirklich, wie man einen Javelin auf Herz und Nieren prüft. Du gehst auch nicht einfach nur spazieren, oder? Hast du etwas anderes erwartet? Das sollte ich wohl nicht. Du hast das Herz des Zorns im Visier. Und das nicht zum ersten Mal. Aber wenn jemand die Gefahren der Abenteuer akzeptiert, dann du. Ja, Spaß und Vorsicht, so bin ich. Bisher habe ich überlebt. Ich nehme eins. Ich mag die Gefahr genau wie jeder andere Freelancer. Und ich bin gerne anschließend noch am Leben, um zu feiern. Darauf trinke ich. Ich bin mit meinem Sohn zu Yarrows Mauer gegangen. Er hat stundenlang den Geschichten zugehört und etwas über die Leute gelernt, die dahinter stecken. Er sagt, er wird abgefahrene Dinge tun. Nach einer langen Ausbildung. Schlauer Kerl. Machst du dir jetzt weniger darüber Sorgen, dass er ein Freelancer werden will? Oh, ich werde mir immer Sorgen machen. Ich mache mir um euch alle Sorgen. Ich bleib noch eine Weile hier, wird es... Ja. So leicht wirst du mich nicht los. Ich mache die üblichen Wartungschecks. Wahrscheinlich könnte ich es. Wie bitte? Hey. Das war ein Scherz. Das klingt ja... Ich habe genug Arbeit in deine Javelins gesteckt, also solltest du sie lieber wieder zurückbringen. Machst du es deshalb? Nicht alle kommen zurück. Passiert täglich. Die Kleinigkeiten. Sie verbessern die Anzüge, bedeuten aber auch, dass sich jemand Sorgen macht.
Du bist nicht bloß eine weitere Nummer. Du sagtest, das Fort sei dein Zuhause. Das ist meine Art, das Licht für dich brennen zu lassen. Ja, ich würde sagen, wir springen auch gleich rüber zum nächsten Talk, denn wir haben noch ein bisschen was zu labern. Nämlich mit ihm hier. Kleine, du räumst ja richtig auf da draußen. Ist das jetzt allgemein gesprochen, oder? Owen gibt ja gerne mal an. Aber es ist ja nicht so, als ob du es nicht verdient hättest, stimmt's? Ja, wir sind ein gutes Team, würde ich sagen. Ohne Owen würde ich das hier nicht hinbekommen. Wenn du so weitermachst, werden wir bald in ganz Bastion Thema Nummer 1 sein. Du verschaffst uns einen guten Ruf und wir bekommen mehr Angebote. Ich habe angefangen, die Auftragsbücher farbig zu markieren. Echt klasse. Und was ist mit dir? Irgendwelche aufregenden Jobs? Außer Papierkram? Erinnerst du dich noch an den Auftrag mit der Arkankammer, den meine Kumpels und ich angenommen haben? Wie ist es gelaufen? Wir fliegen raus und mein Krypta findet die Position der Kammer, aber sie ist verschlossen. Also teilen meine Freunde und ich uns auf, um die Abstimmpunkte zum Aufbrechen zu finden. Überall hopsen Klauninchen herum. Geradezu idyllisch. Süß, das klingt ja friedlich. Das sind auch schöne Jobs. Dieser hier nicht. Wir öffnen die Kammer. Aber Wolfen haben uns bemerkt. Kein Problem, wir haben ja, weshalb wir gekommen sind. Einfach losfliegen, richtig? Die kleine Schwester von einem meiner Kumpels liebt diese Radiosendung über das verbrecherjagende Klauninchen. Detektiv Hoppels Mysterien. Er quatscht dauernd davon, dass wir Hoppel nicht sterben lassen dürfen. Was soll er dann der Kleinen sagen? Und irgendwie musste ich ihm recht geben. Ehe ich mich versehe, renne ich mit einem Klauninchen auf dem Arm herum, während die anderen beiden zu dem Arkanisten fliegen. Ja, das macht doch Spaß. Na, das bleibt dann im Gedächtnis. Ohne deine ausschlaggebende Stimme hätten wir das nicht erlebt. Ich habe das Gefühl, dass der Job so oder so interessant gewesen wäre. Man weiß ja nie, oder? Ich schätze nicht. Wir sehen uns, Jack. Jo, das heißt, gleich mal ab zum nächsten, und zwar in die Bar zu unserem Lieblingsbarkeeper. Ja, fangen wir mal. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst. Da bin ich. Weißt du noch, dass ich dir von Carila und dem Päckchen erzählt habe? Mhm. Und dass du gesagt hast, ich sollte ihr aushelfen? Ja. Mhm. Okay, also ich habe das Päckchen angenommen. Und kurz darauf taucht dieser Kerl auf und geht mit einem Messer auf mich los. Sagt mir, ich soll mich hinsetzen und fängt an, meine Wohnung auseinanderzunehmen. Say what? Weil er nach dem Päckchen sucht. Ich habe so eine Angst, dass ich nur da sitze. Bis er die Tagesdecke zerreißt, die meine Mutter für mich gemacht what? Hat. Mir kommt die Galle hoch und ich stürze mich auf ihn. Er versucht, mich mit dem Messer zu erwischen, aber ich ramme ihm einfach meine Schulter rein. Wir beide gehen zu Boden. Hart. Ich springe auf, will die Beine in die Hand nehmen und da dämmert mir, er regt sich nicht. Er atmet nicht. Und sein Kopf liegt in einem komischen Winkel. Ups. Also habe ich jetzt eine Leiche und ein Päckchen in meiner Wohnung. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, nice. Ich würde sagen, werd die Beweise los. Die Sentinels könnten denken, dass du damit was zu tun hast. Sieh zu, dass du den miesen Typen und das Päckchen loswirst. Gute Idee. Ich schulde dir was. Warte nicht länger. Geh sofort. Jo, schmeiß sie in den Schredder oder in Fass Säure. Ich kenne da so ein paar Eier, die sind voll mit Säure. Aber vorher quatschen wir noch mit ihr. Aruna, Freelancer, wie läuft's? Man hört viel über dich in der Stadt. Gute Dinge? Hoffentlich nur Gutes. Das meiste zumindest. Obwohl einige Geschichten mit der Zeit an Dramatik gewinnen zu scheinen. Wenn ich recht gehört habe, dann bist du unübertrefflich gut in Ursigs Verkloppung. Ja, ich bin die Expertin darin. Ich kann sehr viel Ursex verkloppen. Ursex-Verkloppung ist eins meiner vielen Talente. Neben Javelin-Himmelsschrauben und Megaturbo-Rumschießerei. Verarsch mich doch nicht. Über mich. Niemals. Was hast du so getrieben? Ich habe mir ein paar Tage freigenommen. Nachrichten aus Antium überprüft. Ich habe gleich eine weitere Expedition am Start. Was genau machst du eigentlich? Matthias meinte, dass du Dinge über die Realität weißt. So in der Art. Ich erforsche die Auswirkungen der Konflikte zwischen der Hymne der Schöpfung und Gestalterkonstrukten. Was bedeutet? Ich habe die Theorie, dass die Hymne wie ein Fluss ist, der die Landschaft durch seine Strömungen formt. Gestalterkonstrukte sind wie Dämme, die diese unbeschreibliche Macht nutzbar machen für, nun, wir wissen nicht für wen. Und wo der Fluss auf einen Damm trifft, entsteht Chaos. Eine Turbulenz. Du erforschst diese Turbulenz?
ganz genau. Ich würde sagen, faszinierend. Das ist eine interessante Art, es zu beschreiben. So habe ich mir das noch nie vorgestellt. Ich habe mir noch viel mehr Analogien ausgedacht, mit denen ich Nicht-Arkanisten Dinge erklären kann. Du als Freelancer verstehst unsere Welt sicher besser als die meisten. Ich beschütze die Leute vor der Turbulenz. Das heißt nicht, dass ich sie verstehe. Wir sind wie zwei Seiten einer Medaille, oder nicht? Ich beobachte. Ich versuche zu verstehen, warum Dinge passieren. Und du bewahrst die Menschen davor, weggeschwemmt zu werden, wenn der Damm bricht. Und alle Dämme brechen irgendwann. Wem sagst du das? Okay, ich gehe mehr Tee besorgen. Wir sehen uns später? Jo, mit Sicherheit. Wir werden nämlich bei ihr nochmal reinschauen. Aber ich verabschiede mich schon mal von euch. Das heißt, ihr wisst schon, was zu tun ist. Favorisieren, abonnieren, liken und die Glocke drücken. Ich sage tschüss. Tschüss. Und guckt meine anderen Videos.